Moin moin und hallo, heute ein cooles Unboxing-Video von mir für euch und wir ballern direkt noch ein Anleitungsvideo hinterher. Heute Mikrofaser-Bodenreinigungsset. In dem Fall heißt es Chenile, ideal zum Trocknen, Staubwischen und Polieren. Ich werde euch unten, weil das Teil habe ich mir bei Aldi geholt gerade, es gibt aber genauso vergleichbare Artikel auch von anderen Firmen, deshalb ich verlinke euch mal unten so ein ähnliches Produkt. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben einen Stab, dazu haben wir den Mob aus Mikrofaser und das werden wir jetzt mal zusammenbauen. Also als erstes machen wir mal hier die Plastiklasche ab. Seid vorsichtig, schneidet euch nicht und dann kommen wir auch ins Innere. Hier ist der Stab. Der Stab. Und hier können wir jetzt aufreißen, haben wir die Manschette. Wie funktioniert das Teil? Erstmal Trockenübung. So, hier gleich kommt der Stab rein, da drückt man drauf und dann geht der Mechanismus so zusammen. Dadurch kann man an den Seiten den Mob entfernen. Hier ist der Mob alleine, den kann man auch nachkaufen. Und hier kommen die Füßchen rein, die zwei hier. Und wenn man dann oben drauf drückt mit dem Fuß, so und so, dann kann man hier oben mit dem Fuß draufdrücken und das bewegt sich dann nach unten und rastet ein. So, dann kann man rummoppen. Miep, 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 miep. Danach wieder mit dem Fuß hier draufdrücken, hochziehen und wenn der ein paar Mal auf und zugegangen ist, dann geht das automatisch raus. Dann könnt ihr das wieder waschen, wieder auf den Boden schmeißen, batsch, und dann wieder rein damit und draufdrücken. Ihr seht, beim zweiten, dritten Mal ging es schon einfacher. Draufdrücken, fertig. So, wie kriegen wir denn jetzt hier den Stab dran? Auch ganz einfach. Hier ist ein Gewinde und dort. Jetzt drehen wir das dort rein. Einfach reindrehen. So, bis es nicht mehr weitergeht. Jetzt haben wir schon für Kinder das Einstellungchen. Wir wollen aber auch weiter. Also drehen wir ein bisschen. Seht ihr, ich drehe jetzt hier oben nach links, also diesen Stab nach links drehen, aber nur Viertelumdrehung. Dann könnt ihr den ausziehen. So, das ist die komplette Länge. Wow, das reicht schon mal für größere Leute. Wenn ihr etwas kleiner seid, macht ungefähr die Hälfte, dann festhalten und nach rechts drehen. Hier drehe ich nach rechts und jetzt ist fest. Und jetzt könnt ihr losmoppen. Das ist cool. Und es geht auch um die Ecken. Kannst umdrehen, wie man möchte. So funktioniert so ein cooler Mob. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.